Hey, ja. Willkommen zurück zu Way of the Samurai 2. Zum nächsten Abenteuer. Und zum nächsten Story-Abenteuer, besser gesagt. Und damit zur Fortsetzung des Spiels. Wo wir ein weiteres Abenteuer spielen werden, um ein weiteres Ende zu erreichen. Das vorletzte. Beim letzten Mal haben wir viele Punkte erhalten, deswegen gibt es diesmal kein weiteres Punkteabenteuer mehr. Weil wir unsere Zielpunkte erreicht haben. Über 10.000 Punkte haben wir gesammelt. Und damit können wir jetzt mit allen freigeschalteten Sachen ja, loslegen. Mit den letzten beiden Story-Abenteuern. Und ja, wir fangen an mit einem Schwierigkeitsgrad auf, mit dem Spiel auf Schwierigkeitsgrad normal. Ja, tödliche Schläge oder auch schwer wollte ich ursprünglich ja, zeigen im Zuge eines Punktabenteuers. Kam jetzt nicht mehr dazu. Deswegen ja, lassen wir das. Wird auch nicht mehr erscheinen. Haben wir mal kurz überlegen, was ich jetzt hier nehme. Die Genossen hier. Oder überleg grad, was ich für einen nehme. Warte mal, ich nehme doch lieber den Banditen, dann den Banditen. Sag mal gucken, was nehme ich denn dazu? Ja, haben wir schon mal gehabt, den auch. Ja, haben wir alle mittlerweile schon. Ich glaube, ich nehme mal den. Oder das? Als Tarnung? Oder als Transgender? aber nein, ich glaube, wir nehmen. Wir nehmen das. Schwert. Ja, beim letzten haben wir das genommen. Diese haben nur zwei Leute mit umgebracht. Haben nicht so viel von gehabt. Ah nein, nicht so richtig. Ja, ich muss das ja in den Safe packen. Dann in den Safe was Neues hier raussuchen. Wir haben unseren Pferd-Safe auch maximal hochgebracht. Mita Katsu. Haben wieder 350 Leute umgebracht mittlerweile. Das ist glaube ich auch jetzt Funktion. Das ist auch heile, haben wir auch repariert. Können wir jetzt loslegen, also würde ich sagen, wir nehmen ein paar Gegenstände mit. Rettiche haben wir auch genügend. Ja, haben wir ordentlich uns den Dienst hier. Ja, das sollte reichen. Und ich würde sagen, ja, los geht's! Mit einem neuen Abenteuer. Mit einem neuen Mifune. It is the late Edo period. The last days of the samurai. Japanese society is undergoing dramatic changes. Much has changed and much has been lost, but the heart of the samurai remains the same. Our story opens as a lone samurai warrior appears in Amahara, a town rocked by these turbulent times. Ja, das ist der beste Reis. Nee, oder? Doch, das ist der beste Reisball, den ich je gegessen habe. Passt schon. Ist schon die richtige Entscheidung. Wie heißt du? Ja, keine Antwort, auch eine Antwort. Sie hat keinen Namen. Oder will ich uns ihn nennen? Wir wissen, dass er keinen hat. Mittlerweile rennen wir dagegen. Ja, wie immer. Watch where you're going, you little brat! Who do you think you are? Running into us without so much as a word of apology! Tja, das gibt mir nichts an, diese Angelegenheit, na? Ouch! It hurts! I'm dying here! Oh my god! His leg's broken! So,
How do you think you're gonna make up for this, kid? What's your problem? Don't even know how to apologize. Hey, she's that no-name kid from Amakaze. Then we'll just have to make them do something about it. Come on, get going! Ja, hat die aber gewusst, was sie mit dem Mädchen machen, hätte natürlich eingegriffen. Aber das gleich treten, keine Ahnung. Ja, wir haben hier eine Woche, am Anfang der Woche haben wir was vor. Ich glaube, ich sollte mich in einer Arbeit bei mir Kurzerboss oder im Büro des Magistrats umsehen. Ja, genau, das tun wir. Ich glaube, wir haben nur zwei Enten vor uns. Der geneigte Zuschauer weiß auch, welche nun noch fehlen. Aber ja, wir gehen mal zu denen. In case you didn't know, this is the headquarters of the infamous Aoto Gang. What business has a Ronin like you got with us? Ja, das haben wir beim letzten Mal schon gesehen in der Punkteabenteuerfolge. Das will ich jetzt nochmal demonstrieren für alle, die diese Folgen nicht sehen, diese verlängerten Grinding-Folgen, wie ich sie ja immer gerne nenne. Ja, hier haben wir nämlich noch eine weitere Option. Aber wie gesagt, ich erkläre es nochmal für alle, die es nicht gesehen haben. Man kann diese Sequenz auch mehrmals abspielen. Wenn man hier sagt, aber nur zufällig halt vorbeikam, kann man auch sagen, ja, dann verschwinde und man kann am nächsten Mal wieder hierher und nie wieder das Gespräch führen. Aber wir suchen einen Unterschlupf diesmal. I see. A poor samurai looking for work as a bodyguard, huh? Alright, go on in. You think that's a good idea? Hey, we're about to start fighting the magistrate's office. We need as much help as we can get. This samurai may not look like much, but even a wimp is better than nothing. Well, if that's the case, then you should go inside and meet our boss, Hanzaemon. Goosebumps looking at me like that. You followed the scent of blood here too, did you? I knew it. We're the same, you and I. This place is the closest you can get to hell in Amahara. Of course, this town will become a living hell soon enough. I am Kyojiro Kagenuma. Things just got interesting. Thanks to you. I'm Hanzaemon Takanuma. Why don't you have a seat, or what exactly is it that you want? Or did you come for my head? Na klar! Das klingt ja interessant. Hear that? Interesting. You've got guts. I like that. And in these times, we can use all the help we can get. Relax. There's nothing to worry about. Explain the situation. Huh. We're about ready to go to war with the officers from the magistrate's office. We've always had control of Amahara. But recently, the magistrates have become very active. It's terrible. Several of our men have been killed. We don't have to be afraid of the magistrates. The important thing is who is left in control of Amahara in the end. If we have control, we'll have the magistrates under our thumb. Leave that to me.
I have my ways. So we have to keep a close watch over our territory and expand it as well. We've got plenty of work and the pay is good. So make sure you do a good job, okay? I've got your first job for you now. I want you to go to a town called Chicano and bring back a girl named Kasumi. She's the only daughter of the gang's previous boss. I want to have a little talk with her about my taking things over. But for some reason, she refuses to see me. If I send my men, she'll be on guard. But she doesn't know you. It's perfect. This is a job, so I'll pay you anything. What do you say? Will you take on this little chore? Ja, natürlich. Deswegen sind wir ja gekommen diesmal. Great. That settles it then. She's quite a strong-willed girl, so be careful not to hurt her. She's the daughter of my predecessor, after all. And it's not to be dealt with lightly. Natürlich. Natürlich, aber wir werden jetzt erstmal was anziehen. Wir haben letztes Mal noch was freigeschaltet, übrigens. Ich glaube, wir haben natürlich auch noch ein. Haben wir alles voll jetzt hier. Ah, wir können zum Beispiel ja, hier die Engelsflügel jetzt nehmen. Hilf als Samurai-Engel den Bedürftigen. Leider kannst du damit nicht fliegen. Ich gucke jetzt natürlich mal an, wie das aussieht. Auch um dieses Gepiepe mal loszuwerden. Aha. Naja. Ja. Das ist ja so typisch in dem Spiel, ne? Ja, wir hatten einen Dämon. Was ich ja gesagt habe, das ist eine Succubus. Und das ist jetzt hier ein Engel. Engel auf Erden. Ah, vielleicht in einem anderen Mal. Vielleicht auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen zu absurd. Was nehme ich denn mal? Was, irgendwas wollte ich noch nehmen, habe ich beim letzten Mal mir vorgenommen. Nur was? Ja. Eine gute Frage. Wie sieht ein Afro? Afro-Frisur haben wir auch schon gehabt. Ja. Was hatten wir eigentlich alles schon? So, alle, wir hatten, wie gesagt, manches haben wir nicht, weil das weiß ich. Ein Haarband, Katzenohren. Toller Party-Spaß. Aber was war beim letzten Mal? Beim letzten Mal die nicht genommen. Ja, ich glaube schon. Oder beim vorletzten Mal. Ja, sehr irre. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier anziehen soll. Was kann ich da nehmen? Machen wir hier einen auf Geist? Na, warum nicht? Aha. Ah ja. Ich kann einen Geist sehen. Ja, warum nicht? Jeder auch. Ja, nicht wir laufen ja mal heute mal mit dem Geist rum. Ob keiner erschreckt? Erschreckt sich keiner? Ne, sieht nicht so aus. Ja, vielleicht am nächsten Tag nehme ich was anderes. Dann mache ich das mal so. Wir ziehen uns mal um, zwischenzeitlich. Aber wir gehen mal nach Chicano Show. Natürlich. Hey, come on! The boss is waiting! Yeah! Stop being such a pain in the ass! Just who do you think you're talking to? Listen, miss. Or should I call you Miss Kasumi? You've gotta come with us! Why, you little... Yeah, what a pain! I told you to come with us! Eh? What's your problem? You trying to get in our way? Ja, guck mal hinter mir, was ich hinter mir habe, ein Geist. Nimm deine dreckigen Pfoten von den Mädchen, mir reicht das mit euch. Weil letztes Mal habe ich es euch noch durchgehen lassen, aber jetzt nicht mehr. What did you say? Let's get him! We'll win for sure this time! Yeah! Oh.
Okay. Wir alle. Hey, so weh. Okay. Was soll das denn? Ja. Genau, sag nur gegenseitig auf den Haufen. Also. Bitte. Let me go, please. Let's get out of here. Are all samurai that strong? No, you're different. You're special. Thank you for saving me. My name is Kasumi. And those guys were, well, it doesn't matter. It's got nothing to do with you. Naja, ich kenne dich aber auch. Ich kenne deinen Namen. You know my name? How? You mean you're... I see. So you're the Aoto gang's new bodyguard, huh? What do you want with me? Don't tell me Hanzaemon is asking to meet me again. If he wants to see me, he can come himself. Or is he too scared to go anywhere without his thugs around him? Huh, the coward. Oh, very well. You did save me. So I'll help you out. But just this once. Ja, jetzt. Die sind so kooperativ. War ganz gut.